Heute machen wir mal Nail Art mit dem Proform bzw. mit Acrylgel. Ich freue mich schon drauf und wenn du neu auf diesem Kanal bist, share, teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken und dann würde ich sagen, let's do this. Genau richtig gehört, heute mal ein bisschen Nail Art wieder und zwar machen wir heute dieses Design, was ich finde ein sehr, sehr cooles Design. Es ist zwar relativ aufwendig, aber es macht auf jeden Fall was her und man sieht es nicht so schnell überall. Aber was benutze ich dafür? Ich benutze auf jeden Fall das Diamond Acrylgel bzw. Proform von The Gel Bottle und dann braucht ihr auch noch ein paar Farben. Zudem, wenn ihr das auf Nägeln machen wollt, ich mache das heute nur auf Tipps, braucht ihr natürlich auch noch den Base, ein bisschen Aceton und das Übliche, was man halt so für Nägel braucht. Ich habe hier noch ein paar Farben, die erwähne ich später, welche ich hier benutze. Es wird auf jeden Fall ein wilder Mix werden. Und ja, was soll ich weiter sagen, außer lass uns das mal ausprobieren. Ich habe mir hier meinen Tipp schon vorbereitet und als erstes setzen wir einen Punkt dorthin, wo die Rose anfangen soll, beziehungsweise in die Mitte der Rose, damit da nichts durchscheint. Für die Mitte der Rose nehme ich hier die Farbe Jade. Diese wird natürlich ausgehärtet und in der Zwischenzeit bereite ich mir mein ganzes Acrylgel-Set vor. Das heißt Pinsel, Slip and Sculpt und natürlich auch das Acrylgel. Da nehme ich hier das Transparente und zwar Diamond. Nach dem Aushärten setzen wir uns den ersten Punkt und der darf gerne so klein wie möglich ausfallen, aber gerne so hoch wie möglich. Das heißt wirklich einen quasi senkrechten Punkt, der nach oben führt. Dazu setze ich erstmal einen Punkt von dem Diamond auf den Nagel auf und dann modelliere ich das Ganze noch mit dem Pinsel etwas weiter nach oben. Der Punkt sollte mal mindestens bis zum Apex gehen, wenn nicht sogar etwas höher. Wie ihr Acrylgel modelliert, habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Schaut da gerne mal rein, da wird alles nochmal genau erklärt. Ansonsten Pinsel in das Slip and Sculpt eintauchen und dann könnt ihr euch schon das Acrylgel bzw. das Proform hin und her schieben. Aussehen sollte das Ganze wirklich wie so eine Murmel, die oben auf dem Nagel sitzt, die möglichst nach oben zeigt, wie so eine kleine, ja, wie so eine kleine Säule, die leicht bauchig ist und dann wird das Ganze auch wieder ausgehärtet für mindestens 60 Sekunden. Nach dem Aushärten kommt auch wieder die Farbe Jade zum Einsatz und zwar pinsel ich diesen Punkt jetzt mit der Farbe Jade einmal komplett ein. Wichtig ist, dass ihr hier auf jeden Fall eine deckende Farbe nehmt. Wenn diese nicht deckend sein sollte, müsst ihr auf jeden Fall zweimal drüber lackieren. Wichtig ist auch, dass ihr den Nagel etwas einpinselt, damit nichts durchscheint. Und natürlich die Farbe auch nicht zu dick stehen lassen. Ansonsten könnte es sein, dass diese noch weich ist, wenn ihr sie nicht komplett richtig aushärtet. Ich nehme hier zum Aushärten auch wieder die TGB-Lampe, damit ich sicher gehen kann, dass alles perfekt durchgehärtet ist. Jetzt kommt die nächste Schicht Acrylgel bzw. Proform zum Tragen und zwar machen wir diese um den kleinen Punkt herum, den wir vorher gesetzt haben. Wichtig ist, dass ihr hier keine Blasen mit einarbeitet, also schön das Acrylgel in die Ränder hineindrücken. Das darf auch gerne ein bisschen wild aussehen, also macht keinen perfekten Kreis, sondern es darf gerne ein bisschen wellig werden, ein bisschen ausgefallen, umso schöner ist dann später das Endergebnis. Jetzt noch etwas mit dem Pinsel modellieren. Wir versuchen hier jede Kante rauszumodellieren und das Ganze schön smooth und wellig zu gestalten. Auch hier wird wieder eine Wand aufgestellt. Das heißt, es wird nicht auslaufend gearbeitet, sondern wirklich eine Wand aufgestellt, damit wir da später gleich die Farbe auftragen können. Als Farbe nehme ich hier wieder Jade und das wird dann auch wieder auf das Acrylgel aufgetragen, so dass wirklich alles eingepinselt ist. Nicht zu dick stehen lassen die Farbe, wie schon gesagt, und auch den Nagel etwas mit anstreichen.
Natürlich wieder aushärten für 60 Sekunden und dann kommt die nächste Schicht Acrylgel. Und die nächste Schicht Acrylgel wird auch wieder um den Punkt herum gemacht. Und so arbeiten wir uns immer weiter zu den Rändern des Nagels. Auch hier wieder darauf achten, dass ihr keine Blasen einarbeitet, das Ganze richtig schön in die Ränder einarbeiten, reindrücken und dann das Ganze auch mit dem Pinsel noch etwas modellieren. Achtet wirklich darauf, dass ihr auch ein bisschen ein welligeres Design bekommt. Das heißt, an der einen Stelle ein bisschen mehr Acrylgel, an der anderen Seite vielleicht ein bisschen weniger, dass ihr ein bisschen Variation in das Ganze reinbekommt. Seid ihr dann zufrieden damit, wird das Ganze natürlich auch wieder ausgehärtet und dann kommt die nächste Schicht Farbe zum Einsatz. Für diese Farbschicht habe ich mir die Farbe Amelia ausgesucht. Diese wird auch wieder auf dem Acrylgel aufgetragen. Da diese nicht ganz so gut deckend ist, werde ich diese zweimal auftragen. Hier auch ganz wichtig, auf dem kompletten Nagel auch mit einstreichen, damit wir keine transparenten Stellen haben. Und das waren auch schon alle Skillsets, die ihr für dieses Motiv braucht. Das Ganze wird dann so lange wiederholt, bis ihr an dem Nagelrand angekommen seid und auch in verschiedenen Farben weitergemacht. Das heißt, nach außen werde ich nur ein bisschen mit Gelb arbeiten, aber das seht ihr dann auch gleich. Jetzt kommt wieder ein neuer Farbton ins Spiel und zwar ist das Forget Me Not und das ist wieder ein hellerer Farbton, denn von innen arbeite ich mich nach außen immer heller. Während das Acrylgel dieser Schicht aushärtet, bereite ich mir meine weiteren Farben vor. Und zwar gehe ich jetzt langsam ins Gelb über. Und zwar nehme ich dafür die Studio-Gele, das sind die Malfarben von The Gel Bottle, und mische mir Gelb mit Weiß und mache mir dadurch meinen eigenen passenden Farbton. Ich fange an mit einem sehr hellen Gelb, quasi schon fast ein Weiß, und gehe dann immer weiter ins Gelbe hinein. Mit jeder weiteren Farbschicht muss auch der komplette Nagel eingepinselt werden, damit die andere Farbe nicht durchscheint. Zur Spitze hin, quasi die letzten Schichten des Acrylgels, arbeite ich immer flacher, so dass ich dann später nicht so viel wegfallen muss. Die letzte Farbe, die dann drauf kommt, ist die Farbe Papaya. Das ist ein schön knalliger Farbton. Der wird dann auch nochmal komplett aufgetragen auf den ganzen Nagel. Und dann kommt die allerletzte Schicht Acrylgel. Und wenn ihr denkt, boah, sieht das kacke aus, das wird doch nie was, seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
denn das sieht echt nicht schön aus, aber nach dem Feilen verspreche ich euch, wird es richtig cool aussehen. Jetzt kommt die letzte Schicht Acrylgel noch drauf, um die Farbe Papaya so ein bisschen zu schützen an den Rändern und dann geht es auch schon zum Feilen. Damit wir hier ein bisschen Zeit sparen im Feilen, benutze ich eine Fräse und zwar mit einem Zylinderbit. Der sollte nicht gebogen sein, damit wir uns keine Furchen in den Nagel machen. Ganz wichtig beim Nachfeilen mit der Fräse und dann kann es auch schon losgehen. Wenn ihr euch dann langsam über den Nagel arbeitet, seht ihr dann auch langsam, wie dieses schöne Motiv herauskommt. Die Feinheiten werden natürlich noch mit der Feile gemacht. Einmal komplett über den Nagel gehen, einmal alles schön angleichen, die Spitze schön flach feilen, quasi einmal richtig schön nachfeilen. Wie das Ganze genau funktioniert, habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Die 6 Feilschritte, schaut da gerne mal rein. Ansonsten arbeite ich mich hier langsam durch die Feilschritte durch und arbeite den Nagel so nach. Dann natürlich noch einmal mit dem Buffer drüber, damit die Ränder der einzelnen Schichten schön fein ausfallen, damit ihr da nicht so kleine Haarrisse drin habt, dann wird das Motiv noch feiner und noch schöner. Und damit arbeite ich auch nochmal die kompletten 6 Feilschritte nach und dann sind wir auch schon fertig zum Versiegeln. Vor dem Versiegeln natürlich noch einmal schön mit Aceton und einer Zellette das Ganze entstauben und schon kann die Versiegelung drauf. Hier benutze ich den Top Glow von The Gel Bottle. Das ist eine wirklich schöne Versiegelung, die sich sehr gut glatt zieht und dann ist das Motiv fertig. Und das war's auch schon mit diesem Nail Art Motiv. Ich hoffe, du probierst es mal aus, egal ob bei dir, auf einem Tipp oder vielleicht sogar bei einer Kundin. Ist auf jeden Fall ein Motiv, was man nicht so häufig sieht, beziehungsweise ich habe es noch gar nicht auf irgendwelchen Nägeln gesehen. Probier es auf jeden Fall mal aus, macht mega Spaß, ist zeitaufwendig auf jeden Fall. Also ich habe jetzt für den Nagel ungefähr 15 Minuten gebraucht. Ja. Also lass dir das auf jeden Fall gut bezahlen, falls es eine Kundin haben möchte. Aber genau, das weißt du ja wahrscheinlich schon. Also, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, das Glöckchen anklicken, Share teilen, liken natürlich auch und auch gerne einen Kommentar da lassen. Unten in der Videobeschreibung sind nochmal alle Produkte, die ich hier benutzt habe, verlinkt. Also schau da gerne mal rein. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Chris.